Moin, moin, meine lieben YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns den Philips Momentum 278 M1R an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wie immer standardgemäß kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben hier ein 27 Zoll Gerät mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, sprich 4K und das bei 60 Hertz. Als Display verbaut hier Philips ein IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von 4 Millisekunden zu grau und eine Helligkeit von 350 Candela pro Quadratmeter. Der Kontrast beträgt dabei dann 1000 zu 1. Der Bildschirm hat ein großes Farbspektrum, denn er deckt die NTSC-Farbraumabdeckung zu 91% ab, die sRGB-Abdeckung zu 105% und die Adobe RGB-Farbraumabdeckung mit bis zu 89%. Wir haben hier ein 8-Bit-Panel, sprich wir haben eine 8-Bit-Farbauflösung. Das Beste, was ist, ist 10-Bit. 8-Bit ist aber der Standard und richtig, richtig gut. Und ein Delta-E-Wert, der angegeben wird von Philips, von über 2. Der Delta-E-Wert, der wurde, glaube ich, noch nie hier erwähnt in meinen Videos. Der Delta-E-Wert besagt, wie farbtreu das Panel ist im Vergleich zu unseren Augen. Umso niedriger dieser Delta-E-Wert ist, desto genauer sind zum Beispiel Grüntöne, Blautöne, Rottöne, so wie die unser Auge halt sehen würde. Zu Vergleich, mein Acer Predator, den ich als Hauptbildschirm benutze, der hat ein Delta-E von unter 1. Also das ist nochmal besser, aber Delta von über 2 ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und deswegen, wo das ja auch angegeben ist, ist ja normalerweise nicht der Fall. Der Bildschirm hat ebenfalls noch AMD FreeSync und wie ihr seht, eine VESA-Halterung, VESA 100x100. Und jetzt kommt das Besondere, deswegen heißt er auch Momentum. Wir haben eine Ambient Light bzw. Ambient Glow Beleuchtung, die auch von Philips Fernsehern kennt. Also ich zum Beispiel, oder wir haben ja einen Philips Fernseher bei uns im Wohnzimmer, falls ihr es noch nicht wusstet. Und wir haben hier praktisch auch Ambient Light. Das sieht man jetzt nicht, weil hier die ganzen Softboxen an sind. Und das heißt, dass die LEDs, die hinten ringsrum sind, passend zum Bild leuchten. Wir haben hier vier Stripes, einmal unten, die beiden Seiten und oben. Und man kann im Menü einstellen, welcher Bereich leuchten soll. Also ob zum Beispiel unten Ambient Light an sein soll, eine Seite, oben oder hat alles. Jetzt ist gerade alles an. Man sieht es nicht so gut in den Teilshots, da werde ich das natürlich eher sehen, weil ich das ja, wie gesagt, da dunkler habe in den Aufnahmen. Da kann man dann das Ambient Light sehen. Ich kenne es jetzt vom Fernseher und ich muss sagen, das Bild wirkt dadurch in einem komplett dunklen Raum viel, viel größer, viel, viel natürlicher. Man ist mehr im Erlebnis mit drin und hat einfach einen coolen Effekt. Vor allem, weil man es auch anmachen kann, wenn der Monitor aus ist. Man hat Beleuchtung im Zimmer. Zur allgemeinen Bildqualität sage ich gleich nochmal was. Als Anschluss, das ist auch mal ganz interessant, haben wir hier zweimal HDMI der Generation 2.0, einen DisplayPort-Anschluss und einen integrierten USB-Hub. Hier haben wir viermal USB 3.2. Einen Kopfhörerausgang gibt es auch noch. Und Leute, juhu, 205 Watt Lautsprecher, die wirklich anständig klingen. Also bei den Philips-Geräten ist es meistens so, dass sie echt gute Lautsprecher drin haben und bei denen, die kann man wirklich anmachen, man kann damit Musik hören, die haben Bässe. Die haben vernünftige Mitten, die haben keine Höhen, dass irgendwie an der Trommelfell weggeballert wird. Also die sind wirklich, wirklich gut, die Lautsprecher. Damit kann man YouTube-Videos hören, man kann da auch nochmal im Klang was verändern. Also das Profil einstellen, was man gerne haben möchte. Also das ist wirklich gut gemacht. Und da braucht ihr keine Kopfhörer für, wie ich das bei den anderen mal sage. Die Kopfhörer gehen voll klar, da könnt ihr YouTube mithören, Musik mit abspielen, das geht auf jeden Fall richtig, richtig gut. Jetzt zu dem Bildschirm an sich und zum Bild. Dieser Bildschirm ist ein Gaming-Bildschirm, aber nicht für den Computer gedacht. Klar, funktioniert, gar keine Frage, aber am Computer sind 60 Hertz ein wenig wenig. Deswegen ist das die Momentum-Reihe von Philips. Die ist speziell für die Xbox und für die PlayStation, natürlich auch für die Nintendo Switch gemacht, auch wenn die jetzt nicht so gut 4K kann. Die PlayStation 5, die Xbox, die kann das ja. Und dafür sind diese Monitore konzipiert. Deswegen auch 60 Hertz, weil die PlayStation 5 schafft auch nicht 4K mit über 60 Frames per Second. Und
für Konsolen sind halt diese Momentum-Bildschirme gemacht. Es gibt auch noch viel, viel größere. Es gibt einen ganzen Fernseher mit einer Soundbar unten integriert. Vielleicht kriege ich sowas auch nochmal zum Test von Philips. Und ich muss sagen, das Bild ist wirklich eine Ansage. Wir haben 4K-Panel. Es ist nicht das schärfste Panel, das muss ich sofort sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, aber im Vergleich zu LG-Panels haben die LG-Panels noch eine höhere Schärfe, ist aber gar nicht schlimm. Also das Panel, wow, Leute. Also Schwarzwerte, wir kennen das ja, dass man zwischendurch mal ja einen Grauschimmer hat. In dunklen Szenen oder sowas ist das jetzt gerade, hier war gerade eine dunkle Schrift und das Philips-Logo. Und Leute, schwarz ist schwarz, grau ist grau. Und es gibt nichts dazwischen, also wir haben hier nicht irgendwie so eine Technologie drin, dass bestimmte Bereiche abgeschaltet werden können von den LEDs. Das hat er jetzt nicht, aber es ist wirklich eine sehr gute Hintergrundbeleuchtung, denn ich habe einfach keinen Schimmer bei mir gehabt im Test. Zudem kann ich auch noch sagen, dass sich der Bildschirm auch tatsächlich für Videoschnitt eignet, auch wenn das jetzt nicht, das Fach Gebiet für diesen Bildschirm ist oder für die Reihe, aber die Farben sind wirklich sehr, sehr gut. Also sie sind nicht übersättigt, nicht zu übertrieben, nicht zu übersättigt. Der Kontrast ist gut mit 1000:1, klar, es gibt auch 20.000:1 zum Beispiel, aber das ist eher schon in Richtung Beamer. Aber es ist vollkommen okay, also die restlichen Daten sind wirklich, wirklich gut lesbar. Wie gesagt, die NTSC-Farbraumabdeckung, die sRGB-Farbraumabdeckung, die Adobe-RGB-Farbraumabdeckung, wunderbar. Wenn jetzt einer mit dem Bildschirm nicht zocken möchte, sondern nur Videoschnitt betreiben möchte, auf jeden Fall kann ich empfehlen, weil die Farben auch, wie gesagt, sehr nah an unserem natürlichen Auge dran kommen. Und wie gesagt, der Schwarzwert für ein IPS-Panel ist wirklich gut. Ich habe darauf auch gespielt. Ich habe jetzt keinen Schimmer oder keine Schlieren gehabt. Das kann bei IPS-Panels passieren. Das war zum Beispiel bei einem LG-Bildschirm, den ich mal getestet habe. Da treten dann so Schlieren auf, weil die Hintergrundbeleuchtung nicht nachkommt mit dem Abdunkeln. Hat der nicht. Also konnte ich hier nicht feststellen. Gut, kann auch sein, dass es an den 60 Hertz liegt, dass es dadurch praktisch ein bisschen gedämpft wird. Aber Leute, ich kann euch wirklich sagen, der Bildschirm ist wirklich, wirklich top zum Zocken und zum Videoschnitt. Und ich finde auch gut, dass Philips sich mittlerweile mehr traut, in den Gaming-Bereich zu gehen. Ich darf jetzt nicht sagen, aber eventuell kommt da noch mehr von Philips bezüglich Gaming. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, weil Philips wirklich unfassbar gute Bildschirme macht, auch für das kreative Arbeiten, und wenn da noch mehr kommen würde, ist einfach cool. Die haben ja letztes Jahr oder Anfang des Jahres war das, glaube ich, angefangen mit den ersten Gaming-Bildschirmen, hatte ich auch hier im Test gehabt. Da waren noch ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da könnte man noch dran arbeiten. Aber die Momentum-Reihe, die Bildschirme, die ich jetzt davon hatte, waren bis jetzt immer wirklich gut, und ich hoffe, dass ich auch mal diesen großen Bildschirm testen kann. Würde mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich freuen. Und jetzt kommen wir noch zum Interessantesten, und das wäre der Preis. Ja, Leute, und was soll ich sagen? Der Bildschirm kostet tatsächlich 399 Euro. Und das ist mal eine Ansage, denn wir haben hier ein vollwertiges IPS-Panel. Wir haben hier eine vollwertige Farbraumabdeckung. Die Verarbeitung ist echt top. Wie gesagt, wir haben auch eine WESA-Halterung, vernünftige Lautsprecher, eine gute Ausstattung an Anschlüssen, ein vernünftiges Panel. Ich kann es nur oft genug sagen. Und was noch gesagt werden muss, ist, dass man den Bildschirm nicht drehen kann. Also man kann ihn links und rechts drehen und hoch und runter verstellen. Man kann ihn aber nicht hochkant stellen. Wie gesagt, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, wenn ihr eine Wandhaltung habt oder sowas, könnt ihr den hochkant machen. Das ist nicht das Problem, aber vom Standfuß her geht das nicht. Auch da Verarbeitung tipptopp aus Aluminium. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall wie immer über die 10 Likes sowie ein Abo freuen. Folgt mir gerne auf Instagram. Und wie ihr gesehen habt, heißt der Kanal TechUp Production. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den Namen so findet. Demnächst gibt es noch ein cooles Video mit AOC-Sachen. Seid da auf jeden Fall schon mal gespannt. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Euer Tim. Ciao, ciao.